Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Home Rebox von SVD und MSDF. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Hombre von SVD und MSTF. Das Ganze erscheint morgen am Freitag, den 26. Juli. Ich darf euch das Ganze heute schon vorstellen. Wir werden die Box mal aus der Folie holen und uns im Detail ansehen. So, wir haben hier eine rote Box, es ist mehr so ein, ja, orange-rot. Ein weißer Streifen oben, ein weißer Streifen unten und hier in der Mitte lesen wir den Albumtitel Hombre. Unten rot, rechts haben wir diese beiden weißen Streifen, oben glatt weiß. Auf der Rückseite haben wir dann hier, sieht aus wie ein Sticker, ist aber aufgedruckt. Breitseitenbande präsentiert Hombre, SVD und MSTF. Dann haben wir hier unten noch einen Barcode und den zweiten weißen Streifen. Auf der Rückseite gibt es dann das Logo des Albums, diese Fusion aus Gitarre und AK-47. SVD und MSTF lesen wir hier. Und hier zum Abschluss gibt es dann noch die Credits und, ja, jetzt wollte ich gerade sagen, keinen Barcode, denn den haben wir ja jetzt schon hier hinten gehabt. Recht ungewöhnlich. Jawohl, dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier als erstes einmal ein, ja, mehr oder weniger Geschenkpapier. Das sieht man auch selten. Dann haben wir hier einmal einen Stoffbeutel. Hier dürfte sich eine Halskette drin befinden. Dann haben wir eine Bonus-EP. Eine zweite Bonus-EP. Das Album an sich. Packen wir dieses Papier mal zur Seite. Dann haben wir hier diverse Sticker, noch mehr Sticker und ein Poster gibt es hier auch noch. So, von innen die Box in weiß. Auch wenn es nicht wirklich ein Boxinhalt ist, aber trotzdem schauen wir uns das mal kurz an. Wir haben hier nämlich dieses Papier, das auch extra gebrandet wurde. Und zwar haben wir hier drei verschiedene Symbole. Einmal hier wieder diese Gitarre, diese Gitarren-AK. Dann haben wir Hombre-Schriftzug und auch noch einen Breitseitenbande-Schriftzug, wobei der spannenderweise irgendwie auf dem Kopf steht. Denn wenn man das jetzt so betrachtet, Hombre und die Gitarre und dann ist hier irgendwie Breitseitenbande so mehr oder weniger spiegelverkehrt. Ja, kann man natürlich verwenden. Hier ist es auch nochmal gebrandet. Was lesen wir hier? Breitseitenbande präsentiert. Also, könnt ihr natürlich als Geschenkpapier verwenden. Packt da ein Geschenk rein für eure Mutti oder wer sonst wen, den ihr beschenken wollt. Und dann könnt ihr hier mit Breitseitenbande Geschenkpapier auftrumpfen. Gut, so viel dazu. Wir haben hier diverse Sachen in Folie. Nämlich das Album und auch dieser Beutel. Genauso wie diese Sticker hier. So. Kommt das alles mal zur Seite. Und wir nehmen uns dem Album an. Ja, im Februar diesen Jahres, Februar 2019, ist ja das Album, das Debütalbum der Breitseitenbande erschienen. Und jetzt haben zwei Mitglieder der Breitseitenbande ein Kollabo-Projekt, ein Kollabo-Album aufgenommen. Dieses nennt sich eben Hombre. Hier haben wir die beiden Herren, SVD und MSTF, Breitseitenbande präsentiert. Das Ganze kommt in einem regulären Jewelcase. Passend in Rot gehalten, die Rückseite, der Balken ebenfalls. Hier lesen wir wieder den Albumtitel plus die beiden Interpreten. Auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 16 Tracks an der Zahl. Und wir haben ein einziges Feature, und zwar das von Paula Douglas. Also offensichtlich oder wahrscheinlich ein Gesangsfeature. Credits hier unten und ein Barcode. Dann schauen wir mal hinein.
Als erstes kommen wir zum Booklet. Also, hier die beiden, sieht nach Colucci Pullover aus. Hombre, auch hier wieder auf diesem Muster. Dann haben wir die gesamte Tracklist inklusive der Info, wer produziert hat und natürlich von wem die Lyrics stammen. Die sind überraschenderweise von SVD und MSDF. Okay. Dann haben wir hier einmal SVD alleine stehend hier in weißem Pullover mit schönem Schmuck. Dann MSDF alleine. Die beiden zusammen, das Booklet hier im Hochformat. Und dann haben wir noch die letzten Seiten. Hier haben wir dann die Infos zum Album. Alles klar. Gut, Breitseitenbande lesen wir hinten wieder. Dann packen wir das Ganze wieder rein. Wir kommen zur Album-CD. Die ist, wie zu erwarten, auch hier in Rot und Weiß gehalten. So sieht das aus. Und hier dann auch nochmal SVD, der uns hier ansieht. Damit nicht genug. Wir haben Bonus-EPs, und zwar zwei Stück. Zum einen diese hier, die Kompass-EP. Breitseitenbande präsentiert Kompass. Ja, passend dazu ist auch ein solcher hier abgebildet, ein Kompass. Und auf diesem Kompass befinden sich 5 Tracks, wenn ich es richtig lese. Also ich glaube, Kompass ist nämlich auch ein Track. So sieht das aus, schwarz-weiß, kommt in einer Papphülle. Und eine zweite Bonus-EP, und zwar ist das die Cartier-EP. Hier auch wieder Breitseitenbande präsentiert. Hier ein Pullover wieder in diesem Muster. Und hier haben wir dann jede Menge Geld, Bargeld und Schmuck. Und hier ist die Tracklist ein bisschen besser zu lesen. Und hier haben wir auch die Interpreten mit drauf. Also hier haben wir nochmal 6 Tracks von diversen Mitgliedern der Breitseitenbande und auch Features. Jawohl. So sieht das aus. Passend die CD. Cartier lesen wir hier wieder. Kommt ebenfalls in der Papphülle. Also, jede Menge Musik hier mit dabei, auch wenn keine Instrumentals mit dabei sind. Wir haben Sticker, jede Menge Sticker. Und zwar haben wir hier auch verschiedene Motive. Wenn ich das richtig deute, haben wir hier 3 verschiedene Motive. Ja. Also wir haben hier sage und schreibe 15 Sticker mit am Start und jedes dieser Motive ist 3-mal da. Also einmal das hier, Breitseitenbande präsentiert, Hombre, SVD und MSDF hier im Querformat. Dann einmal hier regulär der Albumtitel, dieser Hombre Schriftzug. Und dann haben wir auch noch diesen hier, Breitseitenbande. Alle diese Sticker im Querformat und in schwarz-orange gehalten. Wo wir gerade bei Sticker sind, mit diesen 15 Sticker sind wir noch nicht ganz durch, denn es gibt hier etwas, was ich so zuvor auch noch nie gesehen habe. Und zwar sind das hier auch wieder Sticker, allerdings ganz spezielle, denn man erkennt es schon an der Form, die sind für PlayStation Controller gedacht. Und zwar vorne an eurem PlayStation Controller habt ihr ja so ein LED-Licht, die sogenannte Lightbar. Und da könnt ihr dann hier einen dieser 4 oder eines dieser 4 Motive hier draufpacken. Und dann leuchtet das entsprechend. Also, damit könnt ihr dann euren PlayStation Controller entsprechend aufmotzen. Jawohl. Dann haben wir mit dabei ein Poster. Dieses ist beidseitig bedruckt. Auf der einen Seite haben wir hier die beiden Interpreten in der Hocke. Hier oben wieder dieser Stempel, dieses Logo. So sieht das aus, komplett in Rot gehalten. Und auf der Rückseite das Logo der Breitseitenbande. Also, beidseitig bedrucktes Poster. Format dürfte A1 sein. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch diesen Stoffbeutel hier. Schwarz-orange, auch dieser hier gebrandet. So sieht das aus. Dann schauen wir mal hinein. Okay, also ziemlich lange Kette und die Kette in einem Design, das ich auch noch nie zuvor gesehen habe.
Und hier kommt dann der Anhänger zum Vorschein. Also so sieht das aus. Wir haben hier das Logo der Breitseitenbande, diese Breitseitenbande Hand. Und rundherum dann so ein Rahmen, so ein Ornamentrahmen. Erinnert sehr stark an Versace, wenn man sich das hier aus der Nähe betrachtet. Jawohl. Rückseite lesen wir SVD MSDF Hombre. Und die Kette ist echt von den Gliedern her etwas Besonderes, denn die sind hier recht dick und generell eher größer, diese Kettenglieder. Und hier oben haben wir dann natürlich auch noch einen Verschluss, um das Ganze anzupassen und zu schließen. Jawohl, das war soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das Poster im Format A1 beidseitig bedruckt, Querformat. Dann haben wir diesen Stoffbeutel inklusive der Halskette in Silber gehalten. Diese LED-Controller-Sticker für eure PlayStation-Controller, für eure Lightbar. 15 Sticker in drei verschiedenen Motiven, allesamt im Querformat. Dieses, ja, Geschenkpapier. Die Bonus-EP, die Compass-EP mit meines Wissens 5 Tracks. Die Cartier-EP mit 6 Tracks. Sowie natürlich das Album an sich mit 16 Tracks. Macht jetzt 16 plus 5 plus 6, 27 Tracks. Das ist echt eine Menge. Und das alles in dieser wunderbaren Box Hombre von SVD und MSDF. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr SVD und MSDF unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.